Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem Unboxing Battle auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es das FIFA 365 interne Panini Unboxing Battle. Habe ich das eigentlich schon mal aufgenommen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt beide Serien am Start, die FIFA 365 Sticker und die FIFA 365 Karten und ich habe mega Bock auf das Unboxing Battle. Ich denke mal, in den nächsten Tagen wird es auch endlich mal wieder ein 2 vs 2 Unboxing Battle geben, wo ich dann halt immer zwei Karten oder Sticker bestimme. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, deswegen habe ich mir ja überlegt, dass ich das mal wieder durchführen kann. Jawolski, 5 Päckchen auf der rechten Seite und 5 Päckchen auf der linken und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. Sondern wir starten direkt rein ins Unboxing Battle. Let's go! Let's go! Was ziehen wir? Natürlich haben die Sticker einen kleinen Vorteil, weil immer zwei Spieler drauf sind. Muss man halt aber damit leben. Es sind auch nur 5 Sticker drin. Aber allgemein hat man trotzdem eigentlich mehr Spieler. Und hier hat man 6 Karten. Wir machen es trotzdem, Leute. Wir machen es trotzdem. Ja, die beiden Spieler, die bringen uns ja gar nichts. Lucas Hernandez, Pavard, könnte man rein theoretisch beide einloggen im 2 vs 2 Unboxing Battle. Aber wir suchen ja heute nur einen besten Spieler. Ja, und wenn dann auch noch die goldenen Sticker mit dazukommen und ein Mbappé da drauf ist, dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig für die FIFA 365 Karten. Hier in Mbappé schicken wir hier in die erste Runde. Und ich glaube, das ist es schon gewesen. Also das 1:0 für die Sticker. Mats Hummels, nein. Philippe Luis, nein. Aua, nein. Fabinho, nein. Verratti, nein. Und Dubois, ebenfalls nein. GG, die FIFA 365 Sticker gehen als erstes in Führung. Das bedeutet aber noch lange überhaupt gar nichts. Womit machen wir weiter? Mit Kingsley Coman und Davis. Okay, Coman ist schon mal richtig gut. Nee. Oh, Hudson-Odoi. Muss man auch rauslegen. James und Matic. Okay, wir haben schon die besten rausgelegt. Hudson-Odoi, Kingsley Coman. Kann man sich jetzt streiten, wer aktuell besser ist? Ich würde sogar eher sagen Kingsley Coman. Obwohl ich denke, wer allgemein eine heftigere Karriere hinlegen wird, ist Hudson-Odoi. Aber zurzeit würde ich Kingsley Coman da besser sehen. Dalot. Bruno Fernandes, Kimmich, Suat Serdar, Fred und Wijnaldum. Okay, Wijnaldum ist ein richtig guter. Kimmich ist auch gut. Und wenn ich das so sehe, würde ich... Ich gebe Wijnaldum, glaube ich, den Punkt. Wijnaldum vom FC Liverpool ist A, gut drauf. Und B, Hudson-Odoi, Coman, ja, sind auch gute Spieler. Aber ich gebe trotzdem Wijnaldum den Punkt, Leute. Muss man natürlich mit bedenken... Liverpool, Champions League, letztes Jahr, dieses Jahr in der Premier League. Also Liverpool hat ja ist zurzeit auch richtig gut drauf, deswegen 1:1 da aus meiner Sicht. Spartak Moskau, Trikots. Barella und Vecino, Juan Bernat und Kimpembe, Atletico Madrid Logo. Und dann haben wir noch Phil Jones und Tuan CB. Ja, wer ist schuld? Juan Bernat, ne? Ist ja ganz klar. Ne, keine Ahnung, wen soll ich denn hier bestimmen? Alter Falter, ich guck mir erstmal die Karten an. Vielleicht fällt mir die Entscheidung dann ja leichter. Joao Felix. Toni Kroos. Toni, du bist Gold wert. Und so ist es mal wieder. Toni, du bist Gold wert. Weil Toni Kroos macht jetzt hier das 1:2, Leute. Habe ich nicht am Anfang gesagt? Es heißt noch überhaupt gar nichts ein 1:0. Und jetzt steht es hier... 1:2. Wir haben zwar noch 2 Stickertütchen, wenn jetzt das nächste Duell, das nächste Battle wieder die Karten gewinnen, dann haben wir hier eine Vorentscheidung. Dann haben wir hier eine Vorentscheidung. Skoko und Prato. Oh, Modric, Casemiro, wichtiger Sticker. Alisson und Matip. Alisson überragend. Okay, das ist jetzt, ja, okay. Natürlich können wir auch solche Sticker mit bei haben, die dann halt gar nichts bringen. Ja, entweder Alisson oder Modric. Aber obwohl ich Modric zurzeit sage oder allgemein Real Madrid eigentlich nicht so heftig zurzeit. Deswegen bin ich eher fast sogar bei Alisson. Thorgan Hazard, nein. Joe Gomez, Axel Witzel, Harit, Di Maria und TT. Ich gebe Alisson den Punkt.
Man muss ja auch mal die Keeper belohnen. Und das ist das 2 zu 2, Leute. Und wir kommen zur finalen, letzten, spannendsten Runde im Unboxing-Battle. Besser kann man sich das nicht vorstellen. Spannender kann das nicht sein. Oh, es ist wieder ein Dreier goldener Sticker von Paris. Aber nicht mit Mbappé und Co. Sondern mit Thiago Silva, Kehrer und Marquinhos. Mesa, Pabon, Funes Mori, Pjanic, Chan und Ramsey. Alter, 4 Golden in einem Pack. Lucas Lima, Bududu und Davison. Dann haben wir noch Nico Schulz und Axel Witzel. Erstmal 5,26er, 4 goldene Sticker in einem Pack. Ja, wen soll ich denn da bestimmen? Also Thiago Silva ist natürlich gut, Axel Witzel ist auch ein guter. Und die anderen lege ich weg. Ah, ich habe die böse Vermutung, dass die drei FIFA 35 Karten gewinnen. Aber abwarten, 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 abwarten. Sergio Busquets. Handanovic. Varane. Sebastian Rudi, 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 Rudi. Ich nehme Varane, Varane. Und wenn ich jetzt, wir haben jetzt das perfekte Innenverteidiger-Duell. Thiago Silva gegen Varane, da aus meiner Sicht ist da Varane besser. Und das ist das 2 zu 3, die FIFA 365 Karten gewinnen das Unboxing-Battle hier heute auf meinem Kanal. In den nächsten Tagen wird auch nochmal ein 2 vs 2 Unboxing-Battle auf jeden Fall am Start sein, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin jetzt hier raus, haut rein und tschüssi.